Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Christian Schlegel. Wir haben heute den 29. Juni und es ist 15.34 Uhr, wenn ich diesen Film hier beginne. Vor euch liegt der Chart von Accor S.A. Accor Hotel und zwar vom 01.06.2015. Und mir kommt es heute auf diesen Punkt hier hinten rechts an und deswegen gehe ich jetzt mit euch mal näher in den Chart rein. Als erstes möchte ich mal zeigen, was bei Accor alles dabei ist. Das ist nämlich nicht nur so ein bisschen Mercure Hotel. Da haben wir hier sowas wie Raffles oder das ist auch in Asien sehr bekannt, Banyan Tree, Sofitel, Fairmont. Ja, das sind also richtig große Sachen, aber natürlich auch sowas wie Pullman, Swiss Hotel, sehr bekannt natürlich auch Mövenpick. Das ist richtig groß, richtig, richtig viel, was die da alles dabei haben. Das nochmal, um das aufzurufen. Natürlich haben die Hotelaktien auch sehr viel gelitten in den letzten Monaten und das holen die auch so schnell nicht mehr rein. Ich habe eine Zahl gehört von wegen 2-3 Jahren, dass sie da wieder dabei sind. Aber es ist ja so, dass man kann keine Doppelbelegung jetzt machen. Ja, das heißt, die Zahlen, die ausgefallen sind, die holen sie nicht mehr rein, ganz klar. Was hat der Wert gemacht? Ich nehme es mir ein bisschen näher ran. Er ist also ganz grob mit der Corona-Krise von hier oben von 40 gefallen auf rund 20, sogar einmal kurz unter die 20. Wir haben hier so eine Art Doppelboden, einmal hier, einmal da. Wir haben aber auch bei 30 einen 1, 2, dreifachen Widerstand. Ganz, ganz schwierig, dieser Level. Aber wir haben jetzt was Schönes gemacht. Im Zuge der letzten Aufwärtsbewegung haben wir jetzt hier eine schöne Korrektur hingemacht. Die ist hier falsch angegeben. Moment. Im Zuge der letzten Aufwärtsbewegung haben wir hier eine schöne Korrektur gemacht und die lief also per gestern bzw. Freitag und heute, 29. Juni, ziemlich genau auf dieses sogenannte 61,8er Retracement. Das heißt, wir haben 61,8% von dieser ganzen Bewegung abgegeben und das ist zumindest für viele Händler eine durchaus wichtige Zahl. Noch habe ich keine Kaufsignale, aber wenn ich das hier unten anschaue, sind sie auf dem Weg des Entstehens. Was mir fehlt, jetzt gehe ich noch mal ein bisschen näher ran, was mir fehlt, ist praktisch ein Aufschwung mit Schlusskursbasis über die 10-Tage-Linie, das ist diese hier, und es ist diese Kerze hier, da müssen wir drüber schließen, über 25, nicht nur kurzfristig mal drüber gehen während des Tages, sondern während oder zum Schlusskurs des Tages über 25 sein, dann entstehen diese Kaufsignale, die ich dann hier habe. Ich habe Ihnen ein paar Scheine mitgebracht. K.O.-Produkte von der Hypovereinsbank One Markets. Das eine ist dieser hier, ein unlimitierter, also ein zeitlich Open-End-Schein mit der Basis 20,20. Da liegen wir etwas hier drunter, hier drüber. Und das ist ein 6er Hebel im Moment. Und der hat die Kennnummer HZ820S. HZ820S. Ein 20,20er. Das ist für den Fall, wenn wir hier über die 25 drüber gehen, hätten wir ein Ziel durchaus bis zu 30. Auf der anderen Seite, wenn wir das jetzt hier nicht schaffen und schließen mit dem Schlusskurs hier drunter, besteht durchaus eine, naja, wenn auch kleineres Risiko, hier runter auf die 20 zu gehen. Für so einen Fall gibt es auch einen Hebel 6 und das ist dieser hier. 29,75. Das ist der Schein, den ich da rausgesucht habe für den Fall, dass wir hier drunter gehen und schließen. 29,75, ebenfalls ein Open-End-Schein, K.O.-Schein mit der Kennnummer HZ9BA9. Ich wünsche Ihnen ein Heavy Trading und fette Beute. Bye, bye.